Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und wir haben es jetzt endlich so, dass wir eigentlich, wenn alles klappt, ja, die Schnellreise haben. Wupp, wupp. Da geht der Wupp, da Hup. Was? Ja, die Schnellreise. Ich find's gut. Immer mit Ruhe, ich zahle. Was passiert hier? Ja, also wir haben jetzt die Schnellreise. Ich sage, Schnellreise wäre noch besser als dieses mit den Myriaden oder Laufen. Okay. Das Kopfgeld haben wir ja, weil wir irgendwann letztens mal eingebrochen sind. Okay. Wo sind wir jetzt hier rausgekommen? Aus dem Gefängnis. Ah, alles klar. Wo sind die Leute? Ja, das ist Herzland, das bringt gar nichts. Naja, wir haben jetzt die Schnellreisefunktion, das finde ich persönlich sehr gut. Und mein Handy liegt ja. Das will ich nicht, dass es vor der Tastatur liegt. Oh. Ja, da bin ich falsch hier. Will ich mal fast behaupten. Ich will zum Marktplatz immer noch. Da müssen wir mal gucken, mit welcher Quest wir weitermachen. Ich verkaufe erstmal jetzt Sachen. Wir haben ja fast das gesamte Inventar einfach voll mit irgendwelchem Zeugs. Und ja, das muss ich natürlich jetzt erstmal loswerden. So. Das Problem ist, die meisten verkaufen ja immer nur so, ja. Die meisten verkaufen halt. Kaufen beziehungsweise nur die Sachen an, die sie selbst verkaufen. Ist logisch auf der einen Seite, blöd auf der anderen Seite für mich natürlich. So, die kauft zum Beispiel alles. Wie viel Geld hat sie? 1025, das ist gut. So, dann kann ich erstmal alles verkaufen, was ich nicht brauche. 5 Stück werden auch reichen. Stab der Erdung und das Frostbisses kann ich verkaufen, brauche ich nicht. Ich bin in Rüstung, habe ich ja noch viele, die ich nicht brauche. Das ist halt das Ding, ne? Will ich es verkaufen, habe ich kein Set-Gegenstand mehr. Aber mache ich trotzdem. Weil das ist nicht das Set, was ich will, glaube ich. So, da habe ich gemerkt, die brauche ich, die Dinger. Diese Rollen verkaufe ich auch mal. Rolle des Magielichts behalte ich mal. Tempel, Teleport, Teleport. Brauche ich jetzt eigentlich ja quasi nicht mehr. Gut. Diese ganzen Baupläne kann ich verkaufen. Die brauche ich eh nicht wirklich. Geprägte Wallstark-Münze, die weder wiegt die noch was noch irgendwas. Das heißt, ich kann die verkaufen. Ja. Das sieht gut aus. Ich tue mal nochmal gerade Bücher in die Kiste. Jetzt war ich mir nämlich nicht mehr sicher. Bücher da. Welche ich verkaufen kann. So ist schon korrekt. Das ist jetzt der Inhalt, der in der Kiste ist. Die Bücher, die doppelt sind, kann ich verkaufen. Und die hier entweder lesen oder verkaufen.
So, und den Rest kann ich nämlich jetzt verkaufen. So, jetzt habe ich's. So. Perfekt. Wie viel Geld haben wir jetzt? 1069 Groschen. Meine Güte, das war. Ist immerhin jetzt schon einiges. Na, wollte ich doch, dann hatte ich doch hier, genau. Was war das? Meditiert, um neue Erinnerungen freizuschalten, genau. Was? Weil, irgendwie habe ich ja letztens mal gesehen, ich habe diese ganzen Punkte. Aber ich nutze sie nicht. Alter. Stimmt, hier war ja was. Infiltrator. Das sind diese ganzen Dinger. Alter, das ist mega gut gemacht. Also Rage wird Kampf und so sein, ne? Ja. Was ist das? Schatten des Windes ist alles, was so mit Diebstahl und ja, Zaubern so zu tun hat. Und das hier ist Magie. Okay. Muss ich gucken, ich habe 14 Erinnerungspunkte. Und bin ja eher hier der Kämpfer. Das heißt, ich muss die Rage machen. Diese Erinnerung schaltet alle Kriegerdisziplinen für euch frei. Das Gewicht schwerer Rüstung ist ab sofort um 10% reduziert. Okay, ich muss die nämlich nicht direkt nutzen, das ist gut. Schurkendisziplin. Außerdem setzt sich vor 20% schneller. Das mit den kritischen Treffern ist zwar schön, aber der Rest ist nicht so wichtig. So, und das ist Magie. Die kann ich nicht nutzen, ne? Ne, ich nehme Rage. So. Stufe 2 Rage und Stufe 3 Rage. Ihr habt diese Erinnerung schon freigeschaltet. So, das haben wir. Was haben wir hier? Vandale, Barbar, Barbar, Hüter oder Klingentänzer? Einhandwaffen. Wirksamkeit von Defensiv und schwere Rüstung. Das ist Zweihandwaffen, okay. Jetzt verstehe ich, okay. Zweihandwaffen, Einhandwaffen, defensiv. Blutrunst, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Okay, was kann Amputator? Eingreifen mit Streitaxen, vermutlich noch mehr Blutungsschaden. Kritische Chance, Treffer, Angriffe mit Kriegshammer. Oh. Wie viele habe ich denn noch? 7 Stück. Ich habe halt wirklich lange nicht mehr das gemacht. Aber ich muss eigentlich auch ein bisschen schwere Rüstung gleichzeitig, ne? 15% wirkungsvoller. Insgesamt 28% wirkungsvoller. Ich glaube, ich mache da 2 Punkte. So, was kann Hüter blocken? Ja, das ist das Problem. Kann ich die Höhen schon sehen? Hier, Angriff auf einen blockenden Gegner verursacht 40% mehr. Das sind halt die Top-Dinger, ne? Also den rechten brauche ich halt, glaube ich, wirklich nicht. So, was können hier die Top-Dinger? Okay. Das ist natürlich wirklich nicht schnell. Ich schlage nur 50% mehr Schaden, Alter. Es scheint tatsächlich so ein bisschen wirklich zu sein wie ganz normal Skyrim. Mana kosten um 30%, Alter. Mana regeneriert sich schneller.
Aber es gibt anscheinend nichts in den Top-Dingern, wo die das Arkanistenfieber gesenkt wird. So, ja, da ist jetzt die Frage, ne? Zweihandschwerter, Streitäxte oder Hämmer? Was nutze ich zurzeit? Eigentlich ja immer Schwerter auch, ne? Okay, was hat das hier? Erhöht Schaden und Wucht eurer Hiebe und Schildstöße, aber ebenfalls den Schaden, den ihr selbst nehmt. 10% mehr Schaden, 20% mehr Schaden, 200% mehr Wucht. Ja. Mach ich mal. Okay, da habe ich nämlich noch einen. Interagieren, wutgetrieben. Gewährt euch stetige Lebensgeneration, solange ihr mit zwei Waffen kämpft. Dann kriege ich den Angriff durch. Wo ist auch die mit den doppelten? Also da muss ich. Gewährt euch stetige Lebensgeneration, solange ihr mit einer Zweihandwaffe kämpft. Es geht nicht anders. Sorry, es geht nicht anders bei mir. Ja. Okay, wie komme ich jetzt wieder hier raus? Ganz normal, okay. Über die Meditation. Ja, das ist aber. Es ist nicht schlecht gemacht. Und damit sind wir jetzt nämlich auch deutlich stärker, denke ich mal. Und wir leuchten irgendwie. Magie. Was haben wir hier? Rage. Kürzeste Zeit und Waffen. Ach, das ist auch so ein Schrei. Ach so. Ach, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen eine Quest mal weiter. Gnaredulf muss sterben. Ist die Hauptquest? Nee, die mit den Drachen sind aber die Hauptquests. Gesuchten Ark. Gnaredulf muss sterben. Vor den Toren Arks traf ich die Stallwartin Freda Goldschmalz. Sie bot mir an, ihren besten Esel kostenfrei zu überlassen, wenn ich ihr im Gegenzug helfe, den Troll Gnaredulf ausfindig zu machen. Der seit mehreren Monaten schon sie und ihre Tiere bedroht. Dafür soll ich bei Mitternacht die Umgebung um das Stadttor absuchen. Bis nach Mitternacht warten und den Troll Gnaredulf in der Mittagkönigsbucht aufsuchen. Problem ist, wo ist diese Bucht gewesen? Warte mal, kann ich doch nachgucken. Vor den Toren Arx, Freda Goldschmalz, sehr steht da ja eigentlich nicht wirklich, ne? Aber ich mache was anderes. Das trostlose Feld. Tanzende Nomaden einer Arka-Taverne traf ich den alten Ar Nee, warte mal. Jetzt verstehe ich. Klar, das war Ark, nicht Flussheim. Das kann ich aber eh noch nicht machen, weil es hat ja keine Markierung oder so. Verstehst? Ich denke jetzt gerade auch. Gesellenbuch Entropie, ne? Kann ich ja eigentlich hier rein tun. Weil noch brauche ich die nicht. Was ich eher gebrauchen kann, sind die Dinger für. Ja, Schlossknacken ist natürlich gut. Rhetorik. Und Zweihand. Da kann ich mal fragen. Die verkauft doch sowas, oder?
Expertengesellen, nein, Lehrlingsbuch, das sind die ersten, genau. Schlösser knacken hat die noch, okay. Hat die auch Zweihand? Rhetorik hat die. Die hat nur diese Dinger, ne? Da muss ich mal gucken, wie viele lohnt sich bei Schlösser knacken? Ach so, ach, da brauche ich eh schon die höheren Bücher. 11 Stück theoretisch. Gesellenbuch. Schlösser knacken. Wenn ich da 11 Stück verkaufen würde. Das wäre halt schon ziemlich viel, ne? Nein, ich kaufe eins. Wow. Wie viele Handwerkspunkte habe ich? Null, ne? Ja. Lernpunkte sind die für die Kampffähigkeiten. Die kann ich ja schon eher anwenden. Die kann ich aber, glaube ich, auch hier kaufen in der Bank, oder? War das da? Ich werde die Folge jetzt einfach ohne irgendeine Quest machen, sondern nur mit so, ja, Randoms Zeugs. Ich möchte mein Goldfach gerade mal einsehen. Meine Anteil 6 Groschen pro Tag durch Zinsen 65. Okay, ich möchte nichts abheben. Zeig mir euer Angebot. So, da war's. Genau, da habe ich nämlich so Zweihandkampf. Puh. Ja. Zweihand erhöhen. Ich kauf direkt alle 5. Ja, komm. Ist ein bisschen teuer, aber wir haben es. So. Ja, 430, komm, das geht. Und wir haben ja noch was auf der Bank. Ist ja nicht, dass das alles an Geld ist, was wir haben, ne? So. Nee, warte, können wir Sachen verkaufen? Ah, wir haben aber nichts mehr. Na naja, gut, dann macht das eh nichts. Aber ich würde gerne einzahlen dann. So. Ich habe 341. Eigentlich könnte ich alles einzahlen. Ich mache aber nur 200. So eine kleine. Was ist mein aktueller Zinssatz? 70 pro Tag. Durch die Anteile 6. Ja, ich habe 2500. Ne? Das. Jeder Kunde einer Bank würde sich bei diesen Zinsen träumen und wälzen. Naja, ich mache aber erstmal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.